die Frau Marianne Hitzler-Winkelried. Ja, ich am Telefon. Was gibt's? Hi. Hallo? Es geht nur ganz kurz darum. Sie haben sich hier vor einiger Zeit an unserer 5-Sterne-Gratis-Verlosung beteiligt. Sie wollten unser Amazon-Gutschein gewinnen. Wissen Sie das noch ein bisschen? Ja, hab ich gewonnen. Sie sind in der Endverlosung. Also warum haben Sie es noch nicht? Ah, das ist doch super. Ja, finde ich auch. Im Gewinnfall, also Sie spielen jetzt am 30.03. um diesen tollen Amazon-Gutschein oder um den Geldgegenwert von 1.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Ah, das ist ja geil, danke. Im Gewinnfall möchten wir uns dann natürlich bei Ihnen nur noch schriftlich melden und nicht nochmal anrufen. Und damit das Ganze nicht beim Nachbarn landet, möchte ich ganz gern die Adresse abgleichen. Ist nochmal, okay? Was ist mit dem Nachbar? Hat er auch mitgemacht? Nein, damit das Ganze im Gewinnfall nicht beim... Entschuldigung. Was ist los? Das war jetzt gerade so niedlich. Nein, ich hab's nicht verstanden, was war lustig? Weil Sie mich gefragt haben, ob der Nachbar auch mitgemacht hat. Hat er? Nein, hat er nicht. Ach so. Nein, der Zusammenhang war, damit das Ganze im Gewinnfall nicht beim Nachbarn landet, möchte ich ganz gerne Ihre Adresse abgleichen. Ist das okay? Ich hab's nicht verstanden. Also, was soll ich jetzt machen? Genau, ich möchte die Adresse abgleichen, weil wir uns im Gewinnfall bei Ihnen nur noch schriftlich melden, okay? Ja. Ich habe an der Bill Deiche 21 in 76534 in Baden-Baden. Ja, das ist Baden-Baden. Super. Und das Geburtsjahr ist 1962? Ah ja. Dann sind Sie ganz, ganz knapp über 18 und dürfen auch schon gewinnen, stimmt? Ah ja, ist ein bisschen länger, ne? Ja, ja, 2 Tage drüber. Wissen Sie denn schon, wofür Sie sich im Gewinnfall entscheiden? Wird es der Gutschein oder doch lieber die Kohle? Ich nehme das Geld. Na klar, kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr mit anfangen. Ah ja, einmal Volltanke. Definitiv. Ah ja. Super. Dann wünsche ich Ihnen alles, alles Gute und drücke Ihnen ganz, ganz fest die Daumen, ja? Das ist super. Und jetzt? Muss ich jetzt genau noch was machen? Nein, nein, alles gut. No? Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und drücke ganz fest die Daumen. Ja, danke, ebenso. Und was, muss ich dann irgendwo nachgucken oder was? Nein, nein, im Gewinnfall gibt's Post. Also wenn Sie gewonnen haben, dann informieren wir Sie. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Genau. Jetzt haben Sie ich bin immer ganz frischer, jetzt hab schon einer getrunken. Das hört man und das macht Sie sehr, sehr sympathisch. Mein Mann hat Geburtstag, da muss man ein bisschen feiern. Muss man ein bisschen schippen, ne? Ah ja, das macht ja sonst keiner. Nur mit ordentlich trinken, bevor die Russe kommen. Da ist alles weg. Alles doch wahr. Hast dein Bunker schon gegraben? Die saufen einen alles weg, ne? Ah ja, Frauen, Uhren und der Wodka ist alles weg. Ah ja, komm mal, du bist lustige, komm schon mal, Grabenhilfe. Ich komm Grabenhilfe und bei jedem einzelnen Loch, was wir gegraben haben, da schippen wir ihn, okay? Ah ja, ja, das muss ja Spaß machen. Na klar, bis wir nicht mehr laufen können und dann müssen wir uns hinlegen und ausruhen. Ah ja, dafür haben wir ja den Bunker. Es geht ab. Los, komm ran. Faule Knoche, komm. Nee, weißt du, ich hab's im Kreuz, alles gut. Ich hab's eigentlich Spreizfuß, weißt du? Es ist ja egal, wenn der Panzer kommt, brauchen wir einen Bunker. Dann haben wir nicht nur seinen Spreizfuß, dann haben wir auch Plattfuß, ne? Naja, wenn der Panzer drüber fährt, ist der Fuß platt. Muss schnell weglaufen. Na, wenn wir dann nur laufen können, weil wir nicht blau sind. Naja, denn das Gute ist, wenn wir psoffe im Garten liegen, dann erkennen uns die Infrarotkameras nicht mehr. Na Mensch, alles durchdacht, perfekt. Das ist die Feier zum Weltuntergang. Jetzt armer Ranta, komm. Oh Mann, ich will... los! Komm! Jetzt fahr geschwind rüber! Der Pfarrer kommt auch noch!
Oh, danke schön für diesen tollen Lacher. Also, kommt in einer halben Stunde kommt der Pfarrer rüber. Und der trinkt dann mit, ja? Ah ja, es ist Weihweserle. Ah, wie lustige. Ah ja. Ist, wenn der Heilige Krieg ziehe, müssen wir Weihweserle trinken. Also ich nehme sie auf jeden Fall mit, dann habe ich immer was zum Lachen. Ah ja, ich bin aber nicht der Klasse-Clown. Nein, nein, um Gottes Willen. Solange sie mein Klassenclown sind, ist alles gut. Ah, was zahlst du? Oh, na ja, da findet sich schon was. Ah, ja, liebst du den Kräuterschnaps vom Pennymarkt? Hast du Zimtkerz für mich? Los, komm her! Oh Mann, sie machen es mir echt schwer. Ich muss jetzt weitermachen. Ah, jetzt stell dich nicht so an. Erzähl mir mal Schwung aus deinem Leben. Oh, ja, was soll ich erzählen? Pass auf, ich bin, warte mal, also 37 bin ich. Mensch. Ah, wenn du das auch schon vergessen hast, da muss ich aber rüberkommen. Ja, damit es mir wieder einfällt, wenn ich blau bin, ne? Ah ja, das lockert die Zunge und hilft im Kopf. Oh Gott, Mensch, wie süß. Sehr selber? Schön. Danke, 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 danke. Was wolltest du erzählen? Ja, also ich bin 37, ich bin Mama, ich bin glückliche Hamburgerin und ich freue mich sehr, 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 dass ich Sie am Telefon hatte. Danke, danke, danke dafür. Sind Sie Russe denn schon bei Hamburg? Nee, bisher haben Sie es noch nicht geschafft. Im schlimmsten Fall kann ich wegschwimmen. Das kann man hier unten nicht machen. Nee, das stimmt, das ist wohl richtig. Kannst du mal nur ein Loch graben? Komm schon mal jetzt Grabehilfe! Ja, wenn wir graben, dann können wir rechtzeitig fertig sein. Ha ja! Wir graben uns zu der Chinese durch! Was sollen wir machen? Dann kommen sie durch den Tunnel nach Hamburg. Ah, bei den Spritpreisen ist das nicht verkehrt. Wir legen. Ne? Wir machen Schienensystem! Willkommen im Reich der Maulwürfe! Alles klar. Frau Hitzler, ich wünsche Ihnen alles, alles, alles Gute und lassen Sie den Tag heute auf jeden Fall noch ordentlich krachen. Ah ja! Ich drücke die ganz fest die Daumen, ja? Ruf Schnarre nochmal an! Ja, bestimmt. Schreib da meine Nummer auf, bin den ganzen Tag daheim! Ja? Ah, nein, das darf ich leider nicht. Ah, doch, aber ich hab's dir doch gesagt. Jetzt stell dich nicht so an, du junges Ding. Stell dich nicht so an. Schau mal ein bisschen Achtung vor der Alter habe. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Schreib dir jetzt meine Nummer auf und ruf mich nachher an. Oh Gott. Ja, mach ich, okay. Sauber. Also. So machen wir das, du Fischbrötle. Das. Dann bis später. Tschüssi. Ah, hau rein. Komm, wir fahren zur Reeperbahn zusammen. Und dann sind sie weg, weil sie alle anderen unterhalten. Nein, das gehört an uns. Wir gehen der erstbeste Laden rein und sagen, mach, dass du rauskommst. Dich schmeißt die Leute aus und du zockst sie ab, wenn sie kein Geld mehr haben. Ja, nee, ist klar. Ah ja, komm. Ah, nicht sterbe. Da brauchst du Sondergenehmigung für. Alles klar. Frau Hitzler, wir hören uns, ja? Ah ja, wann denn? Ja, mal schauen, weiß ich noch nicht, wann ich schaffe. Vielleicht können wir nachher mit dem Pfarrer ein Gebet sprechen. Klar. Ah ja. Wenn ich lalle. Alles macht umso mehr Spaß. Wir sind einmal, das ist ja eine tolle Truppe hier. Wir sind einmal nachts in Kapellenheim, als wir gesoffen haben. Das beste Musik, das beste Atmosphäre. Das schallt, das glaubst du gar nicht. Alles klar, Frau Hitzler. Wir hören uns bis dahin. Wie lange musst du denn arbeiten heute? Oh, ein bisschen muss ich noch. Ja, wie lang denn? Bis 19 Uhr. So lang? Ich weiß ja nicht, ob ich bis da noch laufe gar. Das ist nicht so schlimm. Der Haustürschlüssel, der ist unterm Terrakotta-Fuchs im Garten. Da kommst du reinlaufen. Musst nur aufpassen, dass die Katze nicht rausläuft.
Es ist nicht lustig, wenn die wegläuft. Die hat Angst, allein. Nee, das darf nicht. Ah, du bist bescheuert. Das mag ich. Das sag ich auch dem Pfarrer. Das soll dich heilig sprechen. Das macht er bestimmt, Frau Hitz. Ah ja, der macht alles, was man sage. Der hat Schulden bei uns. Ah, das ist praktisch. Du kannst das sagen, den soll er segnen, den soll er verfluchen, dem soll er ins Weihwasser spucken. Und wenn er es nicht macht, dann nehmen wir ihm das Haus weg. Was meinst du, warum er zum Saufen kommt? Oh Mann, Frau Hitzler, ich muss jetzt wirklich auflegen. Nein, du bleibst jetzt da. Kannst du auch schon gar nicht mehr gerade laufen. Oh, naja, auf jeden Fall kann ich nicht mehr. Kommt da jetzt nochmal ein Anruf von deiner Firma? Und dann? Nein, ruft ihr nochmal an oder ist das jetzt fertig? Ach so, nee, das ist fertig, alles gut. Ja, dann darf ich herzlich willkommen heißen bei Radio Hamburg. Sehr schön. Toll. Alles gut da oben? Ja, alles super. Möchtest du jemanden grüßen? Wen soll ich grüßen? Das ist freie Auswahl. Das ist schön. Wen grüße ich denn? Alle Leute, die heute gute Laune haben. Oh toll, das sind bestimmt ganz viele nach diesem tollen Gespräch. Nicht das ärgern lassen bei der Arbeit, ne? Nein, mache ich nicht. Alles gut. Dann viel Spaß noch. Danke. Bis dann, tschüss. Was? Das musste ich auflösen. Die war zu knuffig, die Frau. Aber hier auch wieder die Scheißnummer, da sitzt eine Frau, die eigentlich total lieb und nett ist, sympathisch, empathisch, angeblich Mutter nach eigener Aussage und sitzt dann da und ruft die Leute an, die sich 1.000 Euro Amazon-Gutscheine registrieren, die es nie gibt. Bom.